zusammen. Heute machen wir das Spinndribbling, beziehungsweise erstmal nicht dribbeln, weil das schon ein bisschen schwierig ist. Wir probieren das erstmal ein bisschen leicht. Heißt, wir machen immer zwei Kontakte vor den Ball, dann rollen wir den so ein bisschen zurück und dann zwei Kontakte hinter dem Ball. Und das versuchen wir dann einfach immer wieder. Das Ganze machen wir so 20 Sekunden lang. Gerne ein bisschen schneller werden, wie gesagt, immer den Ball ein bisschen mitrollen. Hälfte haben wir schon, ich zeige es einmal von der Seite. Also zweimal vorne, zweimal von hinten. 5 Sekunden. Und dann am Ende, wenn es geht, immer ein bisschen schneller werden. So, okay. Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr es gerne noch ein bisschen schwieriger machen, indem ihr den Ball wirklich dribbelt. Heißt, einmal pro Hand vor den Körper und dann dahinter. Ja, das ist echt schwierig, einfach ausprobieren oder einfach mit Rollen weitermachen. Also vorne, hinten. Machen wir auch wieder 20 Sekunden lang. Hälfte ist rum. Upsala, wie gesagt, wenn es zu schwierig wird, einfach wieder ins Rollen wechseln. 3, 2, 1 und geschafft. Sehr gut.